Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil von unserem Landwirtschaftssimulator Let's Play. Unser Helfer da hinten ist immer noch dabei, das Feld zu säen, zu besäen. Wir haben hier noch ein bisschen Weizen drin. Den bringen wir jetzt mal weg in unsere eigene Silo. Mal ein bisschen aus der Ego-Ansicht. Wir können uns ja umdrehen. Wir können ja gucken, was der da macht. So, und oh, sogar ein Dachfenster, ne? Und wir werden heute, ich weiß gar nicht, wo ist denn mein anderer Anhänger? Dings da für die Forstwirtschaft. Ich weiß gar nicht, wo ich das. Ah, hier habe ich aufgeräumt. So, weil ich glaube, wir machen noch ein bisschen Holz. So, ran mit dem Frontlader. So ein Anhänger. Weil solange die Felder noch nicht reif sind zum Ernten, können wir immer noch ein bisschen Holz machen. Und mehr Geld verdienen. Wir müssen halt ein bisschen gucken, wann unser nächstes Feld fertig wird. Das Interessanteste ist eigentlich im Moment zumindest mal das Holz machen. Und später auch die Silage. Weil Silieren ist natürlich cool. So. Wir müssen hier wieder vorbei, da links. Hatten wir ja das letzte Mal unsere Bäumchen abgeholzt. Sieht alles schön aus. Da müssen wir auch irgendwann mal wieder säen dann. Ein paar Bäumchen pflanzen. So. Ui. Hier die Bäume könnten wir doch. Könnten wir doch voll schön abholzen. Wir schieben sie aber in die andere Richtung. So. Gut, jetzt machen wir erstmal hier Frontlader ganz hoch. Säge ganz runter. Und das ist halt jetzt doof, dass ich da nichts sehe. Deshalb muss ich doch wieder in die Außenansicht wechseln. Achso, halt, Moment. Anmachen muss man das Teil auch noch. Zack, umgefallen. Krass, der Baum macht sogar Geräusche, wenn er umfällt. Hm.
den da hinten müssen wir aber in die andere Richtung fällen, sonst legt er uns da drüben auf dem Silo. Eigentlich wollte ich den kleinen Baum ja noch ein bisschen stehen lassen. Es tut mir leid. Wir werden auch mal wieder Bäume bauen. Pflanzen. Nicht bauen. Irgendwie habe ich es heute noch nicht so raus mit dem Fahren. Irgendwie als wäre ich etwas angetrunken. Bin ich aber nicht. Ja. Safety first. Kein Alkohol am Steuer. Auch nicht hier beim Spiel. So. Eigentlich müssten ja die Stromleitungen mit runtergerissen werden, weil ich glaube. Ups. Nicht auf die Straße bitte, danke. Weil die Stromleitungen hängen schon ziemlich tief hier. Was ist denn jetzt los? Hallo. Jetzt hängt unsere Säge hängt. Ah. Gemeinsam sind wir stark. Nein, nicht das. So, ist zwar irgendwo immer das gleiche, aber es sind andere Bäume. Aber so ist es ja halt am Anfang, bis wir mal so ein paar Felder unter uns haben. Was ist denn jetzt los? Was wir uns auch gleich bald mal zulegen werden, sind ein paar Tierchen. Hallo, warum sägst du den Baum nicht an? Und jetzt können wir wieder nicht rückwärts fahren. Ich will den Baum unten absägen. Hallo. Ach. Dann jetzt. Geht doch. Nochmal Baumstammweitwurf. Ich glaube, jetzt habe ich hier schon fast alle Bäume. Ja, einer noch. Dann müssen wir mal entasten. Der ist lang. Der ist übelst lang. Hier sind wir natürlich noch näher an unserer Verkaufsstelle. Das macht es später ein bisschen einfacher, müssen wir nicht so weit fahren. Können wir eigentlich sogar mit der Zange rübertragen.
Der ist auch lang. Lang, lang. Kennt ihr Lang, Lang? Der, ich weiß keine Ahnung, chinesische Pianist. Der Stamm ist voll lang, lang. Dingelingelingeling. Ich weiß gar nicht, wie viele Bäume wir hier unten gefällt haben. Ich glaube, es waren auch schon wieder so ein, 10 Stück. Nochmal so einen riesen Motzbaum. Goldrush habe ich gerade mal im Video gesehen. Ich auch Bock drauf. Ist wahrscheinlich von derselben Firma wie hier. So. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Auch ein langer Baum. So ein Vollernter dann natürlich auch was. Irgendwie ist das komisch. Was ist denn da? Ach, da liegt noch ein anderes Bäumchen. Habe ich doch gerade schon gewundert. Den habe ich aber scheiße hingelegt. So. Jörg hat seine Arbeit erledigt, das ist schon mal gut. Dann ist das Feld jetzt bestellt. Und ich habe... Ne, da liegt noch irgendwas. Da liegt noch einer. Der ist gut getan, der ist grün. Okay. Dann fahr du mal zurück. Du bist ziemlich schmutzig, Junge. Was haben wir hier jetzt? Sojabohnen. Und drüben habe ich, glaube ich, nochmal Weizen gesät. Und da war ich ja etwas... So, Klappe zu, Haube zu. Gut, wir kümmern uns ums Holz. Die Moment, die Baumsäge können wir eigentlich mal hier so ganz gepflogen abstellen. So, das habt ihr ja alle schon gesehen, das geht ja bei mir recht flott. Wenn der Stamm mitspielt. Und der muss ja mitspielen, ja? Er hat ja gar keine andere Wahl. Ja, so nicht. So nicht, mein Junge. So ist doch, so war es doch gut. Einfach mal kurz dran gerüttelt und dann passt es schon. Gibt die Zange nicht zu. Irgendwie hängt der Baum. Jetzt haben wir. So muss sein. Also,
ist ein bisschen der Pfosten im Weg. So ist das auch gut. Oh, der ist aber sehr lang. Wir müssen zwar bloß da drüben in die Einfahrt rein. Aber hey, trotzdem. Dann sägen wir einmal ab. Und dann ist gut. Dann meckert auch keiner. Also in der letzten Ladung, wie viel Geld haben wir da gemacht? Ein Verkaufholz 24, 25.000. Das war schon mal gut. Gucken wir mal, ob wir das dieses Mal wieder hinkriegen. Wenn wir es überhaupt in der Folge noch schaffen. Ich glaube eher nicht. Muss ich ja ehrlich sein. Was ist denn da los? Der ist halt mega lang. Bleibst überall hängen. Das ist die Hydraulik vom Frontlader überhaupt mitmacht. Was ich auch geil finde, ist, wenn ihr da ein paar Stämme auflädst. Dann hast du da richtig so wie es halt ist, dann ist die Erde kaputt vor dir. Und so, und der ist mega zu lang. So, jetzt müssen wir mal kurz schieben vorne. Also filigrane Arbeit gefällt mir bei dem Spiel. Legen die nämlich drauf. Also einfach nicht so, nicht nur für Grobmotoriker, sondern kann auch ein bisschen Skill zeigen.
die Fahrzeuge hier fahren, das interessiert die gar nicht, ob da ein Stamm durch die Gegend huscht oder was weiß ich was. So, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir müssen ja Gas, Geld verdienen. Manchmal macht es einfach Sinn, früher abzuschneiden. Oh, den habe ich aber ein bisschen Chips geladen. Mal gucken, ob wir den hochkriegen. Nein! Boah, habt ihr das gesehen? Das war mal wieder haarscharf. Das war knapp am Umfallen. So, weiter geht's, weiter geht's. Am Umfallen kennen wir uns ja inzwischen aus. Haben wir ja schon ein paar Mal hingekriegt. Ist wieder der doofe Mast im Weg. So. Schmeiß ihn doch einfach fort. So, Leute, ich möchte mich bei euch jetzt schon fürs Zuschauen bedanken. Ist eigentlich eine langweilige Folge gewesen. Ich wollte einfach mal wieder aufnehmen. Weil ich das gerade so unregelmäßig mache. Und wir werden uns demnächst mal wieder neue Maschinen leisten können, hoffe ich. Sobald wir diese Fuhre Holz weggemacht haben. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen interessanter. Und dann wird man anfangen mal mit Gras mähen, Silage machen. Und ein paar Tierchen anschaffen, die dann ja auch versorgt werden müssen. Mache ich denn heute? Ich habe wirklich nichts getrunken, auch wenn ich so gerade fahre. Also zumindest kein Alkohol. Vielleicht zu viel Kaffee. Könnte auch sein. Guck mal hier, warte. Das ist das Stromseil. Bzzzt. Kriegst du eine gewischt? Zum Glück nicht. Und ab nach unten. Oh, da haben wir aber leicht was vergessen. Da, ja, hier so 15 Meter. Können wir absägen. So ein Maßband wäre cool. Zumindest für den Anfang, dass du so abmessen kannst, wie lang deine Stämme überhaupt sind.
Fahrt wäre interessant. Was ist, guck, seht ihr, jetzt habe ich wieder vergessen zu bremsen. Das sind irgendwie so kleine Unachtsamkeiten. So weit. Also heute ist nicht so mein Tag. Nein, 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 nein. Wow. Damn, raus knapp. Vielleicht kriege ich diesmal eine Slow-Mo hin. Letztes Mal habe ich es nur angekündigt und doch nicht geschafft. Ja, das ist doof, wenn du sowas ankündigst und dann doch nicht machst. Kann ich denn eigentlich so abgeben? Das probiere ich mal. Und dann war es das wirklich für heute. Wenn ich da überhaupt reinkomme mit dem Teil. Ja, drin bin ich. Ups, alt, alt. Nicht so. Hallo. Fahr da einfach mal. Jetzt ist er durch. Nicht einen einzelnen Stamm abgeben. Ja, geht. 594 Euro gebracht. Also dann, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch, da drüben ist übrigens. Oh nein! Noch, jetzt habe ich es doch noch geschafft. Jetzt müssen wir erstmal. Nein, nein. Ach so, ein Kack aber auch. Jetzt steht da auch noch ein Auto. Ja, ist ja klar. Ich wollte den Frontlader nicht absenken. Das Gewicht nicht. Was jetzt? Hallo. Und jetzt stört er mich hier beim Aufrichten, oder wie? Komm schon, stell dich wieder hin. Sieht ja aus wie so eine kleine Schildkröte, ne? Ach toll. Muss mir hier unseren zweiten Träger schnell holen. Ich hoffe mal, ich kann den hinstellen. Auch wenn der keinen Frontlader hat. So einen kleinen Schubs. Der reicht vielleicht. Das ist ärgerlich. So, wir sind auf dem Einsatz, geh weg da. Eieiei. Ich habe es zweimal geschafft, das zu verhindern. Und dann willst du die Folge beenden und dann passiert das. Da. Nein, Quatsch. Ja, mir ist es schon ein paar Mal passiert. Eigentlich sollte das nicht mehr passieren. Wir können auch mal ein anderes Feld bestellen. In der nächsten Folge aber. Nicht heute. So, gleich sind wir da. Der Trecker liegt da wie so ein.
Wie so ein nasser Sack. Komm, stell dich hin, stell dich hin. Und dann fahren wir da mal gepflogen übers Auto. So, ja, ich mache ja die Straße schon wieder frei. Nein, rückwärts. Habt ihr gesehen? So dreht man ein Gewicht. Okay, das war soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Wir stellen unseren Trecker mal ab. Und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.